So, hallo meine Lieben, ich bin Irena und kurz zuerst über die Verlosung, bitte runter ein paar Videos oder eine Video runter, das war gestern, genau so, und wenn du teilnehmen möchtest, bitte da deine Kommentar hinterlassen. Und jetzt zum Thema, wie ernst sind seine Absichten, oder? Sorry, meine Lieben, weil ich hab mir immer aufgeschrieben, genau, wie ernst sind seine Absichten, dass wir jetzt die richtige Legung, dass ich nicht durcheinander komme. Wir werden schauen, wie ernst soll ich die bei jemandem ist. Wow, jemand, schauen wir gleich, jemand nimmt eure Beziehung sehr ernst, nimmt Verantwortung, selbstbewusster Mann. So, eins und zwei, hoffentlich ihr könnt sehen, jo. Oder? Ja, meine Lieben. So. Erste und die zweite. Ach, im Notfall. Eins und mein Delfinchik. Delfin. So. Weiß oder schwarz? Das spielt keine Rolle. Weil das ist männlich, das ist weiblich. Bei uns schneit, cool. Wahnsinn. In Graz schneit. So. So. Erste und die zweite. Ja? Die zweite und erste machen wir gleich. Weißt du, er ist sehr verbunden mit dir. Er spürt diese Verbundenheit. Er ist bereit, dir alles, was er kann, die und hat, alles, was er hat und alles, was er kann, dir zu geben. Er ist bereit. Schau mal die Karte. Schau mal, wie der dankbare Hund. Ja, aber das ist kein Hund, das ist Löwe. Löwe haben starke, wie soll ich sagen, Leidenschaft. Er liebt dich mit seinen ganzen innere Außengedanken. Ich sehe hier, er strahlt neben dir. Ihm geht es super gut neben dir, mit dir. Wenn du nicht dabei bist irgendwo, wenn er bei der Arbeit ist oder noch irgendwo, er denkt an dich, du gibst ihm Kraft, du gibst ihm diese Kraft, sich als Mann zu fühlen. Versteht ihr? Das ist sehr wichtig für einen Mann. Er, weiß es nicht, mir ist gerade jetzt so, er vergöttert dich. Er sieht deine weibliche Formen, Kurven, keine Ahnung, wie soll ich sagen, irgendwie so, leidenschaftlich. Hier ist tiefe Verbundenheit mit euch. Und er, so wie aussieht, er hat sehr, wirklich, sogar, schau mal, ich sehe, ich hoffe, ich ausdrücke mich jetzt richtig, er schwätzt über dich, aber im positiven Sinn, mit seinen Freunden, mit seinen Verwandte, Bekannte, egal wo er geht, er redet über dich. Schau mal, er liebt dich 100%, 1000%. Toller Mann. Wow. Er ist dankbar, dass du in seinem Leben bist. Wunderschöne Legung. Sehr gute Absichten. Ich spüre hier sehr, sehr gute Sonnenenergie. Starke männliche Energie, aber so, die ist so warm, die ist nicht stürmisch, nicht zerstörerisch.
Oh, meine Nase juckt. Ist Wahrheit. So. Er hat. Boah, schau mal, meine Liebe, du bist für ihn die schönste, die beste Frau, die er jemals gesehen hat. Oder an seiner Seite jemals gehabt hat. Du bist wirklich das Beste. Wow, ja, schau mal, du bist so eine richtige Chance und er weiß, nach dir wird er nie wieder so eine haben. Du bist unikat, du bist einzigartig, er ist übrigens auch. Meine Lieben, wenn wir ein Unikat sind, wir ziehen auch ein Unikat. Das heißt, du bist perfekt. So wie du bist, egal welche Macken und Kanten du hast, du bist perfekt, so wie du bist. Er ist begeistert von dir. Ich spüre das. Wow, das ist nicht oft, ich muss sagen. Das heißt, diese Legung spüre ich mit meinem Ganzen. Ich freue mich für euch. Ich freue mich für euch. Aber schau mal, er hat in Vergangenheit, er wurde verraten. Er wurde verraten. Er war schon verheiratet mal. Er wurde verraten. Aber das war sehr, sehr schwer für ihn. Er musste viel arbeiten, viel arbeiten. Er war mal viel glaubwürdiger, viel zärtlicher. Jetzt ist er ein bisschen mehr verhärtet. Aber meine Lieben, wenn wir im Laufe des Jahres im Wege unseres Lebens, wir verändern uns, wir verhärten uns, aber trotzdem die Leidenschaft, diese Liebe, diese Treue, er ist sehr treu. Für ihn, wie soll ich sagen, er ist kein eifersüchtiger Typ, das nicht, aber er war mal sehr liebevoller, er war mal naiv, vielleicht jung war damals. So wie er aussieht. Er ist auch guter Vater, so wie er aussieht, auch. Und er hat sehr gute Absichten. Wirklich, hier kann ich gar nichts mehr sagen. Schau mal. Nur das Beste rauszuholen. Schau mal. Nur das Beste. Von 0, ja, bis zum 10. Das heißt, er ist bereit, hier komplett sich 100% zu geben. Er ist bereit, dir geben alles, was er hat und alles, was er kann. Alles. Toller Mann. Rat für dich, genieße das und bitte keine Gedanken. Schau, wenn du noch irgendwie welche Ängste hast mit Männern. Oh, könnte verraten. Oh, könnte das. Mach das weg. Bearbeite das, solange du, sonst, wenn er ist sehr feinfühliger Mann, sehr feinfühliger Mann, und wenn er das spürt, dass du ihm nicht vertraust, Kommunikation wird zwischen euch kaputt. Auch wenn ihr zusammen bleibt, das wird nie so richtig ehrlich miteinander reden. Hier muss man alles auf den Tisch legen. Alle deine Minusse, alle deine Plusen. Sei wirklich mit ihm ehrlich, deine Ängste, bearbeite deine Ängste. Sehr, sehr wichtig. So, die nächste Legung. Das war Nummer 1 und jetzt Nummer 2. Hier, schau mal, welche Absichten hat er hier? Er ist momentan. Schau mal, momentan in sich gegangen. Er sucht irgendwie welche Ausweg, er sucht irgendwie welche Lösung. Vielleicht ist er sogar krank. So, ich glaube, ich habe heute schon zu viel geredet. So, wieso hat er sich zurückgezogen? Irgendwie welche Ängste, Verluste, Verrat, die Sehnsucht nach Erfolg. Er muss unbedingt erfolgreich sein. Und hier irgendwie sehr wichtig für ihn
Ich sage mal so, er ist sehr ängstlicher Mensch. Seine Seele versteckt sich vor Realität. So wie aussieht, hier ist Realität. Angst vor Realität, Angst vielleicht vor etwas unternehmen. Und so wie aussieht, er ist Einzelgänger. Er ist nicht der Mann, ich glaube, nicht Erfolg, ihm macht Angst Erfolg. Erfolg macht ihm Angst und macht ihn fertig. Und Öffentlichkeit macht ihn fertig und kaputt. Und er weiß nicht, er rennt weg von Öffentlichkeit. Er ist kein öffentlicher Mensch. Er mag das nicht so gerne. Genau, sein Stern ist in ihm und er baut so richtige Fassade. Du kannst nicht wissen, was er denkt, was er spürt und überhaupt. Er hat seine irgendwie welche tiefere Verletzungen. Und ich vermute, das ist nicht aus diesem Leben. Und er wirklich, aber er nie, wie soll ich sagen, auch wenn er sich zurückzieht, er beobachtet dich. Verstehst du? Auch wenn du von ihm nichts hörst, nichts siehst, gar nichts, keine Nachricht, gar nichts. Er beobachtet dich. Welche Absichten hat er? Gleich schauen wir. Die erste war super. Welche Absichten? Er wartet. Auf was wartet er? Bist du als weibliche Person? Oder? Hier sind irgendwie, ja. Er hat irgendwie welche Verletzungen, aber ich sehe nicht, dass es in diesem Leben. Ich sehe, dass es Verletzungen, Tiefen, Verletzungen, vielleicht schon aus der Kindheit. Ich spüre hier übrigens Verletzungen, die von einer weiblichen Person angeführt wurden. Das könnte auch seine Mutter sein, meine Lieben. Schwester, Oma, Tante, Kindergärtnerin, in Schule Lehrerin. Hier sehe ich mehrere weibliche Personen, die ihn aus Liebe zu ihm wehgetan haben. Und er hat sich in sich gekehrt. Irgendwie hat er vielleicht schwere Kindheit gehabt. Ich weiß es nicht, wieso. Ja, so wie aussieht, er hatte schwere Kindheit gehabt, meine Lieben. Ja, und er hat sich abgegrenzt, geschlossen. Ja. Wie im Koma gefallen, versteht ihr? In Stagnation. Und das ist nicht, dass er nur jetzt so ist. Das war schon immer so. Wird was von euch überhaupt? Er wird nie Verantwortung übernehmen. Auch wenn hier er hat Angst, Verantwortung übernehmen. Er hat sowieso Angst vor Frauen. Jede Chance wird kaputt machen. Er geht aus dem Weg. Traum hat er schon, Frau an seiner Seite zu haben, aber ich sehe hier nicht. Weißt du, was du machen sollst? Konzentriere dich auf dein Leben. Ich sehe hier nicht, dass hier etwas passieren könnte. Du, schau mal, sobald du dich nicht mehr auf diesen Mann konzentrierst, schau mal, ich sehe hier Herrscherin und Herrscher. In diesem Tarot Herrscherin und Herrscher. Du findest, du hast Chance, sobald zwei Stäbe bedeutet, loslassen.
entscheide dich für Zukunft und dann hast du Chance, der passende, wow, und dann wirst du super schön, wirklich sehr, mit dem wirst du nicht glücklich. Dein Glück ist vor dir, jemand andere, auf deine Augenhöhe, weil du bist etwas Besonderes, weil du bist tolle Frau, du findest auch tollen Mann oder er findet dich, ihr wird euch begegnen. Wann? Das spielt keine Rolle. Geh weg von diesem Mann. Er ist nicht, er muss sich, er hat, er muss so viel mit sich arbeitet, an sich arbeiten, so viel, dass er diese Angst von Frauen ihm weg ist. Das ist nicht leicht, meine Lieben. Brauchst du das um Hals, Leben lang? Ich glaube nicht. Er hat keine Absichten. Er hat schon Traum, schöne Frau zu haben, Sex. Sorry, Sex, das ist Sex. Verstehst du? Schöne Momente verbringen. Er träumt was vom neuen Anfang mit dir. Er wünscht sich, er träumt, aber er tut nichts und er wird auch nichts tun. Er hat Ängste, er hat seine Probleme, seine vielleicht Depressionen sogar. Verstehst du? Hier ist so dunkel wie im Wald. Da hast du nichts hier davon. Du wirst nur unglücklich, weil er zieht dich runter. Verstehst du? Wenn er, weil er hat Chance hochzukommen, wenn er von alleine nicht geht, keiner kann ihm helfen, meine Liebe. So, meine Schatzi, wer möchte an Verlosung teilnehmen, bitte eine Video runter und viel Spaß und viel Glück. Einen wunderschönen Abend. Ich versuche jetzt schnell hochzuladen für euch dieses Video. Alles Gute, alles Liebe, meine Schatzis. Tschüss, Papa.